Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da demnächst ein Event ansteht, in dem es ums Angeln geht, möchte ich euch heute darauf vorbereiten und aufzeigen, wo ihr welche Fische findet. Es gibt derzeit im Spiel 10 unterschiedliche Fischarten. Diese teilen sich noch in verschiedene Farben und 2 Größen auf. Wir haben die Punchdieber. Diese sind die Standardfische, die ihr in der gesamten COCs finden könnt. Oftmals solltet ihr aufpassen, dass diese nicht anbeißen, wenn ihr einen wichtigen Fisch fangen wollt. Dann gibt es die Plentyflosser. Diese findet ihr nur in den Shores of Plenty und ihr müsst als Köder einen Regenwurm verwenden. Die Wellsle Ancient, oder wie man sie ausspricht, sind, wie der Name schon sagt, in den Ancient Isles. Für diese werden Egel benutzt, um sie zu fangen. Der Wildfang ist in den Wilds ansässig und auch für diesen müsst ihr Regenwürmer zum Fangen benutzen. Teufelsfische gibt es im Devil's Roar Gebiet. Die Legende besagt, dass man, um diese zu fangen, an einem aktiven Vulkan angeln muss. Das stimmt jedoch nicht. Ihr müsst euch nur in den Roars aufhalten und eine Marder als Köder verwenden. Bei Inselspringern braucht man ein wenig Glück. Um diese zu finden, solltet ihr an einer Insel stehen und im seichten Wasser angeln. Oftmals werdet ihr Punchdieber dazwischen haben, also einfach, wenn ihr einen von diesen seht, rechtsklicken, um die Route wieder einzuziehen. Für Inselspringer braucht ihr keine Köder. Genauso benötigt ihr für die Tümpler keine. Diese fangt ihr auf Inseln in dessen kleinen Wasserbecken, beispielsweise Devil's Ridge. Sturmfische findet man, wie der Name schon sagt, nur im Sturm. Vergesst hier nicht, die Egel als Köder zu verwenden, sonst beißen wieder nur Punchdieber an. Bei den Wrackschnappern solltet ihr mit Regenwürmer an einem Schiffswrack im Meer angeln. Und der wohl gefährlichste Fisch, den ihr in der Sea of Thieves fangen könnt, ist die Schlachtkimme. Für diese braucht ihr Maden als Köder und müsst an einem aktiven Vorangeln. Ebenfalls möglich ist es, diese Fische zu fangen, wenn ihr von einem Skelettschiff angegriffen werdet. All diese Fische könnt ihr natürlich kochen und bei einem der 8 Seeposten an die Familie von Merrick verkaufen. Ganz wichtig, Angeln ist sehr entspannt. Ihr solltet also niemals vergessen, die Augen nach anderen Schiffen offen zu halten, denn es kann schnell passieren, dass ihr überrascht werdet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, die Subscriber-Flagge zu hissen und die Glocke für kommende Videos zu aktivieren. Viel Spaß beim Angeln!